Ich mach dann einfach. Ja, ruhig, hier. Ach, du kannst dich schlecht auf den Stuhl stellen jetzt. Das weiß ich auch. Ich kann das jetzt. Du hast ein Vertrauen, nicht? Ja, mach du mir mal eine Schleife hier, dekorativ. Ja, mach mal eine Schleife. Ich bin jetzt, ja, Ihnen meine ich. Ja, Ihnen, ja. Stehen Sie auf, wenn er Ihnen meint. Ich bitte jetzt auch, das Rauchen einzustellen. Nö. Der Küste ist aus. Alfons. Strimmer. Strimmer. Lass uns doch rauchen. Nein, das Urgestein. Ja. Das ist wirklich ein trauriges Thema. Ja, ja. Ist das. Lass mich mal dazwischen. Okay, lass mich mal da durch. Redet dann noch weiter. Ja, aber auch. Ja. Strimmer. Ja. Schön hier flauschig machen. Gut. Applaus für meine Assistenten. Auf. Auf. Applaus für meine Assistenten. Also ich werde auf vielseitigen Wunsch nochmal meine Schwiegermutter beerdigen. Der verdammte Luder. Am letzten Freitag im April, das Wetter war sehr rau und kühl, brachte meine Schwiegermutter ich zum Friedhof. Ach, wie fügte er mich? Es war die holde gute Frau. Sie war zwar geizig, zänkisch und genau, doch hatten wir uns gewöhnt schon lang an ihren Hader, Groll und Zank. Der Leichenwagen vorgeschwindet. Ich tanzte hinterher im Winde. Und kaum ich es dachte mir, trullala, trullala, waren auf dem Friedhof hier. Am Grabe schon mein Bruder stand. Er reichte traurig mir die Hand. Auch ihm mochte es sehr nahe gehen. Der konnte kaum vor Rührung stehen. Und aus einer Hand voll Erde er hinein wollte werfen. O Malheur, verlor das Gleichgewicht, rutscht ab. Und plumps lag er im kühlen Grab. Ich rechte schnell in eine Leine. Drin waren verwickelt meine Beine. Ich zerrte hin und zack, da lag ich auch mit hin. Und als man uns dann herausgefischt Ruhe. Und wir den Sand uns abgewischt, da sang der Minnerchor mit Weh das schöne Lied, mein Gott. Still ruhter See, sechs Taschentücher weint ich nass. Und als zu Ende war der Spaß, da rief ich Schwiegermutter aus, und lebe wohl, du Arschhaus. Darauf gingen wir ins Wirtshaus munter und tranken 20 Seilen. Dabei gab's Krach, man haute sich, die meisten Schläge kriegte ich. Wie ich nach Haus kam, weiß ich nicht. Zerkratzte schon mein Gesicht. Es schimpfte mit mir meine Frau und schlug mich auch noch blund und blau. Stets wird mir bleiben im Gedächtnis. Trullala, trullala. Der Schwiegermutter ihr Begräbnis. Trullala. Für mich, ich kann es sagen, ach, war das der quizvergnügste Tag. Trullala.